Wir wollen heute über eine Firma berichten, die seit Jahrzehnten im Dienste der Erfrischung steht. Herr Josef Wagner legte im Jahre 1924 den Grundstein zum heutigen Unternehmen, als er begann, ein milchsäurehältiges weißes Getränk herzustellen, das unter dem Namen Cerveso schon weit verbreitet und sehr beliebt war. 1930 kaufte er das Gasthaus Plassauer Hof in Gmunden und nahm noch die Abfüllung von Sodawasser ins Programm auf. Die Firma wurde in Wagner Limonaden umgetauft und die Erzeugung um die Geschmacksrichtungen Orange, Zitrone und Himbeere erweitert. Erste Kontakte mit Coca-Cola über die Verfassung eines Lizenzvertrages wurden dann im Jahre 1938 durch Herrn Rudolf Wagner Senior geknüpft. Hier mit seinen beiden Söhnen, den Eigentümern der heutigen Rudolf Wagner KG im Bild. Aber darüber kann uns Herr Wagner mehr erzählen. Wir konnten uns noch im selben Jahr mit der Coca-Cola GmbH einigen und haben noch im Dezember mit dem Vertrieb begonnen. 1939 begannen wir mit der Abfüllung von Coca-Cola. Ich musste im Januar 40 einrücken. Mein Vater führte dann den Betrieb weiter und im Jahr 1941 bekam er keinen Zucker mehr und wir mussten die Produktion und den Vertrieb einstellen. Nach dem Krieg, im Jahre 1954, erfolgte mit der Gründung der Firma Rudolf Wagner ein neuer Start und wieder mit Coca-Cola. Über den weiteren raschen Aufstieg unseres Unternehmens kann Ihnen der heutige Geschäftsführer, Herr Rudolf Wagner Junior, aus erster Hand berichten. 1960 übersiedelten wir zum jetzigen Standort in die Scharnsteiner Straße. Bereits 4 Jahre später begannen wir wieder mit der Produktion von Coca-Cola. Die bisher sehr bekannte Marke Libella haben wir aufgelassen, da bereits Fanta den Markt erobert hatte. Herr Wagner, können Sie uns sagen, woraus Coca-Cola eigentlich besteht? Die Zusammensetzung von Coca-Cola ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse unserer Zeit. Dass aber die von uns erzeugten Getränke genauso gut schmecken wie sonst wo auf der Welt, dafür sorgen und garantieren wir. Das Coca-Cola-Konzentrat, bis 1940 in solchen Holzfässern geliefert, bekommen wir heute aus Irland. Dazu mischen wir im exakten Verhältnis Wasser, Zucker und Kohlensäure. Das sind alles sehr bekömmliche Zusatzstoffe, doch für unsere Getränke noch lange nicht gut genug. Unser bekannt gutes Gmundner Stadtwasser wird noch speziell gereinigt, entkeimt und einer mikrobiologischen Untersuchung unterzogen. Auch Zucker ist bei uns nicht einfach Zucker. Jede Lieferung wird einer genauen Qualitätsprüfung unterzogen. Jetzt erst kann mit der Herstellung von Coca-Cola-Sirup begonnen werden. In diesen Tanks wird Zucker mit Wasser vermischt, bis eine ca. 60-prozentige Lösung entsteht, die dann mit dem Coca-Cola-Konzentrat gemischt werden kann. Jetzt ist zwar der Sirup fertig, aber mit der Abfüllung kann trotzdem noch nicht begonnen werden. Um eventuellen Keimen absolut keine Überlebenschance zu lassen, wird vor jedem neuen Abfüllvorgang die gesamte Anlage heiß sterilisiert. Das Getränk und die Anlage wären jetzt zur Abfüllung bereit. Aber sehen Sie selbst, in welchem Zustand sich das Leergebinde befindet, wenn wir es von draußen zurückbekommen. Sobald die Kisten mit den leeren Flaschen auf das Förderband gestellt wurden, geschieht alles vollautomatisch. Thank you.
Nachdem die Flaschen zuletzt noch mit reinem Wasser gespült wurden, erwarten Sie jetzt eine Reihe von Kontrollen. So überprüft zuallererst dieses elektronisch gesteuerte Gerät, ob die letzte Spülung auch wirklich erfolgreich war und keine Reste von Laugen mehr zurückgeblieben sind. Außerdem wird gleich kontrolliert, ob sich sonst noch irgendeine Art von Verschmutzung in den Flaschen befindet. Natürlich überzeugen wir uns regelmäßig von der Funktionsfähigkeit dieser so wichtigen und hochempfindlichen Elektronik, indem wir immer wieder leicht verschmutzte Testflaschen einschmuggeln. Trotzdem verlassen wir uns nicht auf die Elektronik alleine. Zu wichtig ist die absolute Sauberkeit und unterziehen noch jede einzelne Flasche einer optischen Kontrolle. Jetzt erst sind auch die Flaschen so weit vorbereitet, dass die Abfüllung gestartet werden kann. Mit diesem Steuergerät kann die Kapazität der gesamten Anlage geregelt werden. Die maximale Leistung liegt, je nach Flaschengröße und Getränk, bei ca. 20.000 Flaschen pro Stunde. Jetzt wird der Sirup angeliefert und in diesem Mixer mit Wasser und Kohlensäure zum fertigen Getränk vermischt. Beim eigentlichen Abfüllvorgang, der in diesem Füller vor sich geht, werden die Flaschen unter starken Druck gesetzt, damit die Kohlensäure das Getränk nicht zum Überschäumen bringt. Sofort nach Verlassen des Füllers werden die Flaschen verschlossen, und zwar je nach Flasche mit Kronenkorken oder in diesem Automaten mit Schraubverschlüssen. Natürlich wird auch jetzt sofort wieder kontrolliert, ob der Verschluss auch hundertprozentig abdichtet oder gar eine Flasche unverschlossen geblieben ist. An dieser Stelle war es notwendig, eine Wartezone einzurichten. Beim folgenden Arbeitsablauf ist es, wie Sie selber gleich sehen werden, äußerst wichtig, dass in der Reihe der Flaschen keine Lücken entstehen. Das wird von diesem Lückenkontrollgerät auch zuverlässig überprüft. Denn jetzt kommen die Flaschen zur Etikettierung. Und da unterscheidet dieses ACL-Erkennungsgerät ganz genau, welche Flaschen noch mit einem Siebdruck versehen sind und welche etikettiert werden müssen. Diese Daten werden dem Etikettierer weitergegeben, der zählt nach und beklebt genau die richtigen Flaschen mit jeweils zwei Etiketten. Abschließend haben wir noch ein Kontrollgerät eingebaut, das die exakte Füllmenge in jeder einzelnen Flasche überprüft. Flaschen wie diese sind für die Auslieferung unbrauchbar und werden sofort ausgeworfen. Nur unser Qualitätskontrolleur ist noch immer nicht zufrieden. Stichprobenartig entnimmt er immer wieder einzelne Flaschen aus der Produktion und testet in unserem Labor weiter. Während die erste Flasche ordentlich durchgeschleudert wird, entnimmt er aus der zweiten Flasche eine Probe. Befreit sie von der Kohlensäure. Und misst den Zuckergehalt. Das Manometer auf der Zentrifuge zeigt uns den Kohlensäuregehalt der Probeflasche an. Stimmt genau. Jetzt erst sind wir absolut sicher, dass wir auch halten können, was Ihnen in der Werbung weltweit versprochen wird. It's hanging around.
just how you feel when you know it's for real. It's a kick, it's a hit. Coca-Cola is it. Nachdem nun alle Kontrollen erfolgreich durchlaufen wurden, erfasst dieses Zählwerk die Tagesleistung und die Flaschen werden zur Auslieferung weitertransportiert. Selbstverständlich haben wir in der Zwischenzeit auch die Kisten dementsprechend vorbereitet. Nachdem sie durch diese einfache Vorrichtung umgedreht und von Bruchflaschen oder Glasscherben befreit werden, durchlaufen auch sie eine Waschmaschine, die jeden noch so hartnäckigen Schmutz entfernt. In unseren Lagern in Gmunden und Gröbming stehen ca. 50.000 Kisten. Das sind 1 Million Flaschen und Dosen, zur Auslieferung für unsere Kunden bereit. Versorgungsengpässe oder Lieferschwierigkeiten sind für uns Fremdworte. Mit den Bezirken Gmunden, Vöckerbruck, dem steirischen Ennstal und dem steirischen Salzkammergut haben wir ein sehr großes Gebiet zu betreuen. Im Laufe der Zeit konnten wir für den Vertrieb ein perfektes System ausarbeiten, das eine reibungslose Versorgung all unserer Kunden gewährleistet. Seit 1976 laufen bei uns alle Bestellungen. Davon kommen 60% aus der Gastronomie, 30% aus dem Lebensmittelhandel und 10% von unseren Automaten über eine Computeranlage. Unser Vertriebsleiter koordiniert dann für jeden unserer Fahrverkäufer die rationellste Tour. Bei mehr als 3000 Kunden sicher keine leichte Aufgabe. Selbstverständlich ist auch unser Auslieferungslager in Gröbming. Von hier aus beliefern wir das steirische Salzkammergut und das Ennstal an unseren Zentralcomputer in Gmunden angeschlossen. Übrigens sind unsere Verkäufer ausgesprochen gründlich geschulte Fachkräfte, die nicht nur die Lieferung immer pünktlich ans Ziel bringen, sondern unsere Kunden auch bei der werbe- und verkaufswirksamen Platzierung der Produkte beraten können. Für den Offenausschank in der Gastronomie können alle bei uns erzeugten Getränke auch in solche Behälter abgefüllt werden. Natürlich ist auch bei dieser Arbeit Sauberkeit unser oberstes Gebot. Die Füllmenge wird mit diesen Entlüftungsventilen und durch stichprobenartiges Abwägen genau überprüft. Unser Servicedienst sorgt für die regelmäßige Wartung und Reparatur unserer technischen Verkaufshilfen. Das sind die Thekenzapfgeräte und die überaus beliebten Kühlautomaten, die Ihnen unsere Produkte 24 Stunden am Tag kühl und frisch halten. Schon im Jahre 1894 hat einer der ersten Manager der Coca-Cola Company gesagt: Wir bieten Ihnen Coca-Cola auf Armeslänge an, wo immer Sie sind und wann immer Sie Coca-Cola trinken wollen. Diesen Grundsatz haben wir aufgenommen und auf unsere gesamte Produktpalette erweitert. Sicher stellen diese Coca-Cola Markengetränke einen Großteil unseres Herstellungs- und Lieferprogrammes dar. Wir erzeugen und vertreiben aber außerdem noch Almdudler Limonade, Mezzomix, verschiedene Fruchtsäfte und Mineralwässer und Bier.
Die Anzahl unserer Produkte wird laufend erweitert und den jeweiligen Markterfordernissen angepasst. So konnten wir vor kurzer Zeit auch den italienischen Markenkaffee in unser Programm aufnehmen. Wir können heute mit berechtigtem Stolz auf die Entwicklung unserer Firma zurückblicken. Im Jahre 1988 haben wir nicht weniger als 1,2 Millionen Kisten unserer Erfrischungsgetränke verkauft und ausgeliefert. Dabei wurde mit unseren 50 Fahrzeugen eine Strecke von über 500.000 Kilometern zurückgelegt. Eine wirklich großartige Leistung im Dienste der Erfrischung, wenn man bedenkt, dass im ersten Jahr des Bestehens der Firma Wagner ganze 38.000 Kisten an den Mann gebracht werden konnten. Aber all diese Zahlen sind, auch wenn sie noch so imposant klingen, für uns nur zweitrangig. Wichtig ist einzig und alleine, dass Sie alle unsere Produkte überall und zu jeder Zeit bekommen können und der Geschmack auch weiterhin all Ihren Ansprüchen gerecht wird. Das ist unser Ziel, das wir immer im Auge behalten werden. Getränkeindustrie Wagner, Munden, im Dienste der Erfrischung.